Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Mit ein bisschen Glück geht es den Schemen und eventuell auch den Dieben an den Kragen in dieser Folge. Schauen wir mal. Im Augenblick machen allerdings noch die Diebe selber hier etwas Ärger. Das sind doch, glaube ich, die richtigen. Jo, genau. Ich hatte hier noch hier so einen Wachturm in Auftrag gegeben, um noch 10 weitere Draufgänger hier zu bekommen. Ob das so richtig ist, weiß ich alles nicht. Wir werden es aber herausfinden. Normalerweise, da brauche ich für die Dieben ja hier die anderen Kollegen hier, ne, die Waldläufer, die halt verkleidete Diebe entdecken können. Aber prinzipiell gegen Diebe kämpfen müssten eigentlich auch alle anderen Einheiten können. Die können die halt nur nicht, wenn die verkleidet sind, dann erkennen halt. Ne. Solange die hier so ganz easy peasy da rumlaufen und da mit ihrem, sich da im Lager aufhalten, sollte das machbar sein. Ich werde mich aber sowieso erstmal hier auf die Schemen konzentrieren, damit die wegkommen. Was ist da hinten eigentlich los? Da sind noch mehr Diebe. 3 Lager sogar. Ja, warum nicht, ne? Wenn man es hat? Mein Gott. Man lässt sich halt nicht lumpen. Ne? Das ist, können auch 10 sein. Die Fläche hier ist ja noch relativ groß. Da passt noch einiges drauf, glaube ich. Ja, gut. Ja, doch. Also, ich denke, ich denke, da ist noch einiges machbar. Egal. So, ich hoffe, dass das hier mit dem Wachturm, dass das noch klappen wird, mit dem Bau desselbigen. Ich hatte mich da so kurz entschlossen. Ich denke, machen wir einfach mal. Vielleicht würde ich mit den Leuten, die ich da jetzt schon habe, schon hinkommen. Aber wie ich ja gerade sehe, 3 Diebeslager. Besser ist, da auf Nummer sicher zu gehen, glaube ich. So, was hatte ich hier auf, als welche Aufträge hatte ich denn da jetzt erteilt? Wie sieht es denn hier mit diesen Lanzen aus? Wo sehe ich die? Da sind immer noch 0 Eisenlanzen. Das sind relativ wenige Eisenlanzen. Hier mal. Waffenspiele. Genau. Die sucht. Diese Waffenschmiede sagt, sie hat nichts mehr zu tun. Achso, das war immer noch die Geschichte mit den Eisenschwertern. Nee, gar nicht wahr. Die sind jetzt fertig. Sehr schön. Ja, dann. Let's go. Machen wir hier so. Ah, komm, lass uns nicht lumpen. Wir machen mal so direkt 10 von diesen netten Eisenlanzen. Oder 15. So der Geiz, was wir haben, haben wir. So, 15 von den Eisendingenskirchen. Ich dock den da nochmal an. Die andere Waffenschmiede ist beschäftigt mit genau was? Mit nichts. Hier sind 2 Eisenschwerter. Ansonsten hat hier so weiter nichts zu tun. Eisen und Kohle ist vorhanden. Dann würde ich sagen, ja, machen wir mal so 10 Eisenschwerter, sicher ist sicher. Dann haben wir davon auch noch ein paar. Und ja, gucken wir mal. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Oder brauche ich noch Silberdegen? Dann müsste ich da ganz schnell noch umswitchen. Was sagt der? Nein, nein, ja. Wie sieht das hier aus? Silberdegen sind relativ wenige. Wo war der jetzt? Moment. Nein. Da. Nein. Waffenschmiede. Die war mit den. Achso, nee, das Rüstungsschmiede. Toll. Da ist die Waffenschmiede. Die war damit beschäftigt, das ist gut. Dann würde ich sagen: Kommando zurück. Die machen wir später. Erstmal hier so ein paar Silberdegen. Habe ich dafür Material? Habe ich. 15. Oh. Oh.
was ist denn passiert? Aufbau eines interessanten Ortes abgeschlossen. Hier werden Feste gefeiert. Wir haben einen Sieg errungen. Okay. Es wird wieder gefeiert. Oh. Da sind die Feierlichkeiten gerade vorbei. Aufbau eines interessanten Ortes abgeschlossen. Moment. Fraktion vertraut, du hast eine Gebietsgröße Eindruck gemacht. Glückwunsch, du hast dich mit einer Fraktion angefreundet. Dann lässt die Sachen doch nicht vor. Ja, du hast mit deiner Gebietsgröße Eindruck gemacht. Okay, und wir sind sogar mit einer Fraktion vertraut. Das ist über Schlag auf Schlag. Ich werde von Dieben angegriffen. Bösen Dieben. Ja, cool. Okay. Alles klar. Schnelle Eisenstatue fertig. Das haben wir zu 100% geschafft. Wir müssen jetzt diesen Außenposten. Den müssen wir noch versorgen. Das ist einmal hier der kuriose Basar. Das ist die zweite Geschichte. Da müssen wir hin. Und da muss hier natürlich jetzt das Gebiet entsprechend noch. Ne? In Beschlag nehmen, da sind wir auch kräftig dabei. Sehr gut. Was hier mit den Entdeckerposten? Den hatte ich da losgeschickt. Die sind doch eifrig mit Entdecken beschäftigt, so wie ich die Sache hier sehe. Läuft. Okay, sehr gut. Der Wachturm ist jetzt gerade fertig. Das ist sehr schön und die entsprechenden Leute sind wohl auf dem Weg. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Toll, wir haben also immerhin schon mal ein Teilergebnis geschafft. Was ist heute los? Knoten in der Zunge hoch, 10. Vollkommen normal bei mir. Vollkommen normal, ich duschel hier ständig vor mich rum. So kennt man mich. So, jawohl, jawohl. Die beiden Eisenstatuen, waren ja 2 Stück, die sind fertiggestellt. Da ist Nummer 2. Nummer 1 hat man ja schon vor geraumer Zeit fertigstellen können. Und hier ist der zweite Kollege. Ich mache hier auch mal das Ding hier weg, damit wir das hier unter Pracht und Herrlichkeit genießen können. Da ist er, der Eber. Sehr schick. Gefällt mir. Ja. Ich würde sagen, dann machen wir doch weiter. So, hervorragend. Das kam jetzt überraschend. Wie sieht's hier aus? 2 sind da, 8 sind unterwegs. Oh, wird, da kommt der Rest. Tatsache. Tatsache. Sehr cool. Freundschaft ist... Ah, genau. Wir brauchen noch 30%, dann sind wir verbündet. Dann gehört uns das Gebiet der anderen Siedlung, des anderen Dorfes sozusagen. Das gehört dann zu uns mit. Also sind wir 1, dann sind wir verbündet, dann können wir das mit benutzen. Ist auch nicht verkehrt. Dann fallen die Grenzen diesbezüglich weg. Dann haben wir eine Gemeinschaftsgrenze, wenn man so will. Sehr, sehr schön. So... 6 sind da. Da kommen die letzten 4. Ja. Ja, dann würde ich doch sagen. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Spiel speichern. Speicherplatz. Und dann würde ich mich da mal so ein bisschen ins Unglück stürzen wollen. Wir haben hier eine zerstörte Grabstätte. Wir haben, hier muss noch eine, ist noch eine zweite. Wahrscheinlich wird hier auch noch eine dritte existieren, könnte ich mir vorstellen. Kann sein, muss nicht sein. Dann erstmal hier die Kollegen. Angriffspunkt setze ich direkt. Das geht hier hin. Das geht. Die Kollegen greifen hier an und auch die Kollegen kümmern sich dann erstmal um
den Bereich und dann schauen wir mal, was passiert. Bin da selber gespannt. Also sie stellen sich dem Kampf schon mal gut. Die lassen sich also nicht irgendwie von den Schemen verschrecken, sondern die gehen da direkt ran an den Geist oder an den Schemen, je nachdem. Und ja, da fällt auch schon... Oh, das ging schneller als gedacht. Das ging echt schneller als gedacht. Ja, liebe Leute, wenn ihr schon mal gerade dabei seid, angreifen bitte hier. Angreifen bitte da. Angreifen bitte auch da. Oh. Oh, oh, oh. Upsi. Ging dann doch besser als gedacht. Auch die Diebe sind Geschichte. Ja, ihr kennt das. Dann doch bitte hier direkt weitermachen. Ich glaube, die sollten reichen, die Leute, die ich da habe, um mit den Dieben hier auch mal so ein bisschen aufzuräumen. Okay. Man stürmt weiter vor. Und zack, boing. Zwei Schemen, Grabstätten. Da ist noch eine Scheme. Ich habe gesagt, da ist noch irgendwo einer. Ein drittes. Moment mal, ist das die Grabstätte? Ich glaube, ja. Moment. Bevor ich mich das hier lumpen lasse. Es scheint sowieso nur noch ein Schemen zu sein, aus irgendwelchen Gründen. Drei Schemenlager, nennen wir es einfach mal so, sind weg. Drei Diebeslager sind weg. Das ist ein guter Schnitt. Da kann man prima mit leben. Sehr gut. Ja, tolle Wurst. Also wirklich toll. Also ne, das hat ja besser geklappt als gedacht. So, warte mal. Achso, dann kriegt man das. Ah, so geht das. Ne? Wir kriegen das dann weg. Ja, sehr schön. Die Kollegen haben dann erstmal ausgequengelt. Hier ist jetzt nichts mehr mit Umstenkern und so. Ja, dann würde ich direkt sagen, die Kollegen hier brauche ich nicht. Die können weg. Den Rest lasse ich erstmal und dafür kommen jetzt hier entsprechende Wachen zum Einsatz. Da haben wir ja genügend, glaube ich. Und die sollen natürlich jetzt hier das Gebiet für uns weiter und so ist schon uns gewinnen. So, die einen dort, die anderen vielleicht hier so. Na, gucken wir mal. Ich sehe gerade, hier sind auch Diebes... Das sind Banditen in dem Fall. Okay, zwei Stück. Ist die Frage, werden die damit auch fertig? Jetzt habe ich natürlich jetzt nur noch die 25 Leute, die ich jetzt hier... Also maximal die 25 Leute, die hier rumexistieren. Wie nah sind die oder wie weit sind die? Muss man ja auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Das muss man doch berücksichtigen. Okay. Ich beschwere mich nicht. Ich bin jetzt nur ein bisschen verdattert. Was ist das denn da? Was ist denn da passiert? Meine Leute, ihr habt es hier aber eben durchgesetzt. Da habe ich das andere Banditenlager. Weißt du was? Wir machen da direkt nochmal
einen Ausfall. Bestätigen. Speichern. So. Liebe Leute, hier gibt's Banditen. Die kommen da nicht hin. Ah, ist zu weit. Ich probiere mal, was machbar ist. Wir probieren das mal aus. Bis dahin können die vorrücken. Danach kann ich denen halt nichts weiter befehlen in dieser Richtung. Aber vielleicht. Ja, da kommen sie an. Vielleicht reicht das ja, wenn die hier nur sozusagen in deren Nahbereich kommen und die Gegner sehen, das hoffe ich, dass das passiert, dass die dann halt da mal ganz kurz kurzen Prozess mit den Leuten da machen. Ja, stehen sie natürlich da jetzt ein bisschen dumm in der Gegend, aber der Bandit wird auf die aufmerksam und das war's mit diesem Banditen. Habe ich da noch zwei rum existieren? Oh, sehr cool. Oh, oh. Ja, der ist ziemlich over. Das ist, glaube ich, so ein Elite-Kollege. Das könnte übelst enden hier für meine Leute, die sind wahrscheinlich nicht in der Lage sind. Doch, schaffen sie. Wow. Hat zwar ein paar Leutchen gekostet, aber die Banditen da sind auch weg. Habe ich da unten noch einen. Aber da werde ich nicht mit den Leuten hier entsprechend was machen können. Das ist einfach zu weit. So, jetzt zieht euch bitte schön wieder zurück. Da haben wir jetzt aber ordentlich aufgeräumt. Ich sehe. Ja, volle Wurst. Wie sieht das hier aus? Okay. Ist immer zu, dass ich hier auf die etwas stärkere Variante rüber switchen kann. Rekrutiert, wo ich dafür die entsprechenden Waffen vor Ort. Was ist hier los? Achso, der Handelsposten hat nichts zu tun. Moment. Ich starte das mal. Das sieht gut aus. 10. Passt. So, das kriegen wir hin. Rüstungsschmiede, wo bist du? Bin ich die Taverne? Rüstungsschmiede sagt, sie hat da genügend Material. Dann würde ich erstmal wieder diesen Befehl erteilen. So eine Fertigungsauftrag vielmehr. Eisenlanzen werden dann noch gebastelt. Ich gehe dann nochmal auf 5. Da gibt es mal noch Schemen. Ah, das ist die Ecke jetzt hier. Alles klar. Genau, wo ist meine Karte? Da. Da, hier sind die. Okay. Ja, das passt schon. Ja. Das passt schon. Also hier dürfte soweit jetzt alles weg sein, was an Dieben, Banditen und Schemen rum existiert hat. Auch dieses Banditenlager ist Geschichte. Sehr cool. Da haben sich mal meine Leute einfach mal so durchgesetzt. Sehr, sehr schön. Das ist hervorragend. Also, das ist die andere, das andere Dorf. Wir sind ja immer noch befreundet, aber noch nicht verbündet.
Wo hatte ich denn da jetzt den Pinorikten gesetzt? Ich setze den mal hier so hin. Oder Moment, Augenblick, nein, gar nicht wahr. Ich würde den sogar dann hier so hinsetzen. Dann könnte sich in diese Richtung weiter ausbreiten. Da ist der Außenposten, den wir versorgen müssen. Der Zugang dahin ist frei. Heißt, ich kann da einen Weg hinsetzen. Das ist cool. So. Eisenblick. Außenposten. Eisenblick. Bring Vorräte zum Außenposten. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Ich hoffe. Etabliere einen Transportweg zum angezeigten Ort und versorge ihn mit den gefragten Vorräten. Insgesamt schon gelieferte Waren 0 von 86. Die brauchen Feuerholz und Hasenfleisch. Bringen wir beides hin. 29 mal Hasenfleisch und dann halt noch entsprechendes Feuerholz. Das sollten wir hinkriegen. Und da sehe ich uns. Ja, das mit dem Hasenfleisch muss ich gucken. Da muss ich gucken. Aber ich denke, das wird auch funktionieren. Ja, sehr gut. Wir haben den Weg frei bekommen zu diesem Außenposten. Können den versorgen. Wir haben einen mehr oder weniger einen Rundumschlag. Alle sind, oder nahezu sämtliche Gegner im näheren Umfeld beseitigt, seien es Schemen, Diebe oder Banditen. Ein paar Schemen schämen sich nicht, da noch ein bisschen rum zu existieren und uns das Leben schwer machen zu wollen. Aber ich denke, auch das wird nur noch eine Frage der Zeit sein. Entsprechende Leute für die Schemenbeseitigung habe ich. Die müssen nur umziehen. Ich denke, das ist das kleinste Problem. Das dürften wir hinkriegen. Riesiges Dankeschön an euch. Riesiges Dankeschön an dich für die Begleitung, fürs Zusehen hier, fürs Miterleben, für jegliche Unterstützung, die ihr und die du mir hier angedeihen lasst. Lieben Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute und genießt und nutzt die Zeit.